Bei Pizza ist es einfach eine besondere Situation. Ich glaube, da sollte ihm keiner reinreden. Das muss er und sein Körper. Die müssen das zusammen entscheiden und ja, ein bisschen unglücklich. Jedenfalls. Am liebsten muss ich sagen, spiele ich um 15:30 Uhr am Samstag. Aber trotzdem ist das gerade das Flutlichtspiel schon noch was Besonderes. Und gerade wenn es dann zu Hause ist, wenn man vom Hotel zum Stadion fährt und schon von Weitem so das Flutlicht sieht, das ist schon was Besonderes. Und das ist immer so eine ganz besondere Atmosphäre. Trotzdem bin ich eher bei 15:30 Uhr am Samstag. Aber gerade die Konstellation, so wie sie jetzt ist, springt ja vielleicht beim Sieg 2 Tage frei raus und dann ist das auch nicht so schlecht. Wieso, er hat doch 2 gesagt, warum jetzt 3? Also, 2 oder 3 oder wie? Nein, nehme ich auch. Der ist ja geil. Jetzt verhandle ich mit Journalisten über freie Tage für Spieler. Ich will es ja nur wissen. Ja, schon klar. Ich erzähle es euch. Mir ist klar, du willst ein freies Wochenende haben, weil du Samstag nicht am Trainingsplatz stehen willst. Nein. Es gibt wenig Privilegien, die ich habe als Cheftrainer, aber die habe ich, dass ich entscheide, wann es freie Tage gibt und wann nicht. Und das entscheide ich Freitagabend nach dem Spiel. Uns ist klar, dass wir alles abrufen müssen, um dieses Spiel zu gewinnen, weil das ist nun mal halt auch die ganze Wahrheit, dass wir werden kein, und ich betone, kein Bundesligaspiel gewinnen, wenn wir nicht ans Limit gehen. Und das ist unser Thema, aber das ist jede Woche unser Thema. Und von daher spielt die Tabellensituation von Stuttgart nur insofern eine Rolle, dass ich halt schon, was ich eben auch sage, der Meinung bin, dass es jetzt so langsam die Zeit des Deutens halt einfach vorbei ist, sondern jeder braucht jetzt Punkte, unbedingt. Und das ist in Stuttgart genauso wie bei uns. Da ist schon eine hohe individuelle Qualität auf dem Platz bei Stuttgart und sie müssen wahrscheinlich, nein, nicht wahrscheinlich, sondern sie brauchen einfach jeden Punkt. Deshalb werden sie mit maximalem Engagement und mit allem, was sie haben, hier versuchen, am Freitagabend in Bremen zu punkten. Wir müssen es schaffen, mit viel Tempo zu spielen. Das wird sehr wichtig und das ist ja auch immer etwas, was für die Zuschauer schön ist. Deshalb glaube ich, Flutlicht, Freitagabend, gute Ausgangssituation könnte, wollen nicht jede Woche ein Fest versprechen, aber könnte ein schöner Abend werden. Natürlich ist jetzt langsam irgendwann die Zeit gekommen, wo man sich mit dem Thema beschäftigen muss, aber das werde ich mit mir selber, mit meinen Leuten, die das was angehen, tun und das werde ich jetzt nicht öffentlich machen und wenn es soweit ist, dann werden wir verkünden, was Sache ist, aber ich werde jetzt das nicht weiter kommentieren. Ja, wollen Maxi davon überzeugen, dass Werder dann nach wie vor der richtige Club für ihn ist und dort sind wir im Gesprächen und wie Maxi schon richtig gesagt hat, wenn es etwas zu vermelden gibt, dann werden wir das tun, aber wir haben, glaube ich, in den letzten Tagen und Wochen uns schon sehr, sehr häufig darüber oder dazu geäußert und es gibt einfach noch keinen Stand, wo wir sowohl in eine als auch in eine andere Richtung irgendwas verkünden können und deswegen braucht die Öffentlichkeit einfach noch ein bisschen Geduld und deswegen sollte es dann auch, glaube ich, für die nächsten Tage und Wochen gut sein.